Grüezi miteinander! Hey, Schneider mein Name, Helga Schneider. Ich habe eine scheisse Freude. Schau dir das mal. Ein ganzes Theater für mich allein. Leer, kein Saal, kein Publikum, nichts, niemand. Grosses Kino, scheisse Freude. Hey, man muss natürlich auch mal die Vorteile sehen von seiner Situation, oder? Ich habe mir das als Künstlerin einfach Kante geben. Ich habe schon von uns auf und kein Saal gesehen. Nein, ich habe eine Scheissfreude. Ja gut, ich muss allerdings sagen, ich habe so lange gehabt, bis ich das Fläschchen bekommen habe. Wenn du keinen guten Stoff willst, oder, musst du ja weit laufen heute. Gell? Also ich meine, generell ist ja guter Stoff besorgen ein Problem in der heutigen Zeit. Ich meine jetzt nicht da nur während dem Lockdown, oder? Nein, generell, Einkaufen und Posten ist ein riesiges Problem geworden. Also ich meine, so klimawandeltechnisch. Verstehst du, was ich meine? Also, ich meine, im Moment ist ja der Klimawandel aufgehoben, oder? Weißt du, was ich meine? Aber wenn dann das Eich wieder fertig ist, dann geht es wieder los. Also, nein, Post ist eine Katastrophe. Du machst dir ja so viele Gedanken, oder? Um etwas Gutes zu bekommen in der heutigen Zeit, oder? Man will ja auch in dem Zeitalter vom Klimawandel alles richtig machen. Man will gescheit kaufen, man will sich gesund ernähren. Und man muss ja auch den Hintergrund von all diesen Produkten begreifen. Man stellt sich so viele Fragen, muss recherchieren und googeln, oder? Aber ja, all die Produkte, oder? Schon beim WC-Papier fängt es an, da überleist, ist nachhaltig produziert und du kannst es vorher schon spülen, oder? Gut, im Moment bist du froh, wenn du etwas überkommst, aber nein. Heute willst du auch, weiss ich was, den ökologischen Fußabdruck von deinem Himbeere wissen. Willst du wissen, ob da der Chicorée eine Einreisebewilligung hat? Die Schuhgrösse von deiner Salatgurke, oder? Das willst du heute alles wissen. Aber ich sage dir, guten Stoff zu besorgen, wird immer schwieriger, das Angebot wird immer kleiner. Und je kleiner das Angebot von gutem Stoff wird, umso grösser sind eigentlich in der heutigen Zeit Läden. Oder die Läden, also kleine Läden, die sind ja auch ausgestorben. Ich weiß es nicht, die riesen Einkaufszentren. Weißt du, nur schon, wenn du mir vor so einem Einkaufszentrum stehst, kannst du so gleich kurz davon. Stehst da, schaust du auf und hast so riesig angeschrieben. MMM, Supermarkt. Sollte das eigentlich mal richtig anschreiben. Sie ist ja völlig veraltet, MMM. Oder? Das solltest du heute anschreiben mit XXL Supermarkt. Heute ist alles ist XXL. Heute, oder? Nein, sind wir ehrlich, nur schon wenn mit dem Klapp, jetzt wenn du mit dem Porsche Cayenne in die Tiefgarage reinfährst, oder? Dann kommst du da unten rein in eine Tiefgarage, oder? Alles ist XXL, oder? Schon eine Tiefgarage ist XXL, jeder Parkplatz ist XXL. Gut, brauchst du natürlich, hat auch jeder einen Sauf heute, gell? Wo du hin schaust, ein Sauf, da ein Sauf, da ein Sauf, da ein Sauf, 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 Sauf. Das ist auch so etwas, ich so gut gerne durchrechne, habe ich mir letztens überlegt, warum heisst es eigentlich Sauf, oder? Da bin ich hier googeln, oder? Dann kommt da so eine englische Abhandlung, da habe ich mein Englisch. Katastrophe. Anyway, jetzt habe ich gerade hier in dem leeren Theater, oder? Da, der Mann, der hinter dieser Kamera steht, gell? Hoi, Kollege. Habe ich gerade, gell? Vorher habe ich gefragt, oder? Habe ich gefragt, junger Mann, Sie haben doch da eine Ahnung von der Technik, können Sie der alten Frau mal erklären, was Sauf bedeutet, hä? Habe ich gefragt, der junge Mann hat mir jetzt das gar können sagen, ja, im Satz, oder? Hat gesagt, Frau Schneider, das ist wie mit Ihnen, Sie saufen immer mehr und haben immer eine breitere Kiste. So einfach. Ich liebe Technik. Sauf, nein, es ist alles XXL, gell? Und dann packst du dort so ein Einkaufswagen, oder? Also, der Einkaufswagen. So früher waren die Einkaufswagen ja auch klein. Heute hast du so einen Offroader-Einkaufswagen. Oder? Dann hängst du dort an dieser Stange und schiebst den Offroader-Einkaufswagen in XXL-Lift rein. Oder? Und gehst mit dem XXL-Lift, schwebst du so rauf und plötzlich kommst du so in die Hallen rein. In so eine riesige Halle. Dann stehst du mit dem Offroader-Einkaufswagen in diesem Konsumtempel. Oder? In so einem Einkaufsmecker, in so einer Schlaraffe. Affenland-Synagoge, natürlich alles völlig ökumenisch. Nein, wie heisst es? Ökonomisch? Nein, wie sagt man? Ökologisch ist ja logisch, oder? Und wir pilgern dort alle rein, im Glauben, es sei alles nachhaltig produziert und frei von Sünden und Pestiziden. Gut, jetzt muss ich vielleicht schnell sagen, ich bin ja ein Migros-Kind. Also, Migro ist meine Religion aus der Region. Gut, muss allerdings gestehen, es hat jetzt mehr mit Bequemlichkeit zu tun. Es ist also
sogenannte Nächstenliebe, weil die Migros liegt bei mir gerade über Kreuz. Ja. Gut, ich habe mir natürlich auch schon überlegt, ob ich konvertieren soll. Zu Gop. Oder? Aber gerade, es gibt natürlich also ein kleines, feines Detail zwischen Gop und Migros, wo ich jetzt also finde, es ist nicht unwesentlich. Weißt du, es muss jeder für sich entscheiden. Gell? Ich bin für absolute Religionsfreiheit. Oder? Aber ja, wie soll ich sagen? Ich meine, Gop ist für mich und dich, aber die Migros, die gehört mir. Weißt du, was ich meine? Nein, Migros. Gut. Und man muss sich im Leben ja sowieso entscheiden für eine Religion. Das ist wie katholisch oder reserviert. Musst du entscheiden, oder? Und Migros, muss ich jetzt sagen, bei dem Migros hat es für mich auch ein Gesicht dahinter, oder? Es hat einen Kopf dahinter. Hinter dem Migros. Da steht der grosse Schöpfer. Liebe Damen und Herren, am Anfang war Gott lieb und so kam er in alle Dörfer und verteilte Fisch und Brot und die feinsten aller Fasnachtskirche. Doch schon bald merkte er, dass er nicht mehr alleine ist und so fluchte er. Gop, vertell dich, da sind doch noch all die anderen, die könntest ein Liedl davon singen und es gibt immer noch ein paar andere, was wirklich Chibo ist. Und so zog er sich zurück und saß in seinem Duet und Garten Flower Power auf einer Migros-Bank, las in seinem CW-Fotobuch und schmiedete einen Hotelplan. Und plötzlich sprang er in seinem Fitnesspark über den Kaffeezaun und erklomm den Gipfel des Monte Generoso-Kuchens, wie man es noch nie bis Migros-Data gesehen hat. Er rief die ganze Generation M zu sich, und zwar Dutti, und sprach in sein Handyspielmittel die 10% Gebote. Grillitianer und Migros-Kinder, fühlt euch Schokolade frei, schaut, dass unser Club Schule macht und vermehret euch wie die Zeugen Jovas. Gründet Migrolino und Le Shop und Interio im so schönen Landesring der unabhängigen Schweiz, denn Migasa ist your castle. Eröffnet überall Annas beste Supermärkte und habt keinen Migros, denn statt Tabak und Wein haben wir Denner. Ja, postet den ganzen Galaxus und verkauft den Globus. Urbi et Obi. Migros, ist nicht Gop, oder? Wäre ich Gop? Ist Gop, was ist Gop? Kss, nein. Aber gut, eigentlich ist es scheissegal, in welchem Einkaufszentrum. In welchem Tempel, dass du gehst kaufen, oder? Du stehst so in dieser Halle rein und ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich stehe in so einer, in dem Paradies hin und denke, leck, geht es mir gut. Wir Schweizerin, wir leben ja wie fette Maden im Speck. Und dann stehe ich in so einem Laden und denke, es ist wie im Paradies. Im Garten Eden. Ich meine, die Schweiz ist ein Paradies, oder? Die Schweiz, Jesus Gott. Gut, Palmen haben wir schon, Strand vielleicht noch nicht, mit Betonung auf noch nicht. Aber wir haben ja fruchtbare Wiesen, Seen, Berge, Gletscher. Gut, Gletscher noch, aber wir haben auch Früchte aus der Region, oder? Mango, Banane, Ananas, alles, oder? Und meine, nein, es ist, ich stehe dort wie im Paradiesgarten, nicht wie die Eva, oder? Ja. Gut, ohne Adam, allein. Selbstverständlich auch angelegt, nicht nur mit dem Feigenblatt, gell? Was? Ja gut, okay, es gibt ja jetzt, seit neuestem gibt es New Shopping. Kennen Sie New Shopping? Kennst du nicht? Also die das nicht kennen, das sind so neue Einkaufszentren, wo nichts verpackt ist, oder? Nichts verpackt. Gut, hat mir auch schon überlegt, etwas zu machen, gell? In meinem Alter. Aber das will keiner mehr sehen. Nein, das stellt sich vor. Nein, du, aber gell, dann ziehst du dort los und bist am Shoppen, oder? Und dann ist das so wahnsinnig, wenn du dort einkaufst, oder? Oder? Du
Früher hast du so eine kleine Einkaufswägel gehabt. Oder wenn du ein Kilo Zucker, 6 Eier und ein Brot drin hast, dann ist der Wagen voll gewesen. Aber jetzt kommst du da mit so einem Offroader-Wagen, kommst hin und dann gerade die dümmste Kombination, die du kannst haben, wenn du so einmal ladest, ist die Kombination von genug Stutz im Sack und Hunger. Oh, dann kommst du in den Einkaufshungerrausch hinein und dann fängst du an reinbiegen, innen, oder? Und ich muss auch sagen, die Angebote, oder? Die verführen dich ja auch, oder? All die 3 für 2 Angebote, aber du haust nur noch rein. Ist doch scheißegal, Kumuluspunkte sammeln, oder? Innen mit Einkaufen, alles, die Verführungen, das Angebot, alles, innen mit, die Versuchung ist auch so gross, den Wagen zu füllen und der wird nicht voll, aber alles, innen mit, innen mit, innen mit. Du weißt genau, das kannst du nie fressen, ist doch scheißegal. Kannst du es ja wegrühren, den Wagen, den füllst, oder? Aber plötzlich kommst du in ein Dilemma. Plötzlich ertappst du dich, wie du allein in der Früchteabteilung stehst, mit einem so einem Äpfel in der Hand, oder? Und dann kommst du wieder ins Grübeln, oder? Dann denkst du an den Klimawandel. Jetzt all die vielen Äpfel, die du hier kaufen kannst. Welches Äpfel ist das richtige Äpfel, oder? Welches ist jetzt ein gesunder Äpfel, ein gescheiter Äpfel, ein politisch korrekter Äpfel, oder? Und was machst du in der heutigen Zeit, oder? Dann nimmst du das andere Äpfel, dein iPhone raus und gehst googeln und recherchieren und fangst all die Äpfel an, Vergleichungen, oder? Und ja, weiss ich, was nach einer Stunde hast du vielleicht noch 2 Äpfel zur Auswahl, oder? Und dann musst du dich aber entscheiden. Und dann hast du, weiss ich, was sagen wir jetzt, ein Thurgauer Äpfel, 7 Monate im Kühlhaus gelagert und auf der anderen Seite ein Peruaner, ein Bio-Äpfel, aber Plastik eingeschweißt, Google, oder? Gehst du wieder schauen. Du kaufst den Peruaner, weil der hat einfach laut Google den kleineren ökologischen Fußabdruck. Aber eigentlich ist es scheißegal, wählen, dass du kaufst. Weil blöd ist, wenn du hier drin bist und der so kalb ist, Mährig, dann hast du doch ein schlechtes Gewissen, dass du überhaupt einen Äpfel gekauft hast, oder? Gut, hauptsächlich keiner von der SVP, weil die haben dann noch Würmer drin. Pfui, Teibel da. Nein, gut, aber. Es gibt natürlich immer noch Parteien, einzelne Menschen, Politiker oder auch grosse Staatsoberhäupter wie Trump, die sagen, der Klimawandel, den gibt es gar nicht. Das gibt es nicht, der Klimawandel. Das ist eine Erfindung der Chinesen. Ja, die Chinesen haben den Klimawandel erfunden. Die Sauheiben. Sind aber auch eklige Siechen, die Chinesen, oder? Gerade die Chinesen, das sind so kleine, flinke, tiefige, geschaffige, kleine Chinesen. Und die Saukeiben, oder? Die haben ja schon so viel erfunden auf dem Planeten. Was haben die Chinesen schon erfunden? Stell dir mal vor. Die haben zum Beispiel auch Chinesen, die haben zum Beispiel auch die chinesische Medizin erfunden, oder? Die machen ja aus allem, was irgendwo mal gewachsen ist, ein kleines Kügel mit ihren kleinen, flinken Händen, machen diese Kügel. Aber da kommt dann auch wieder die Schulmedizin und sagt, sonst ist es, das gibt es gar nicht. Aber die chinesische Medizin gibt es und dann frisst ich so ein Kügel. Und dann nützt das auch noch. Die ist so gehypen, oder? Nein, die haben schon Zeug erfunden, die Chinesen. Die haben zum Beispiel auch, ich meine, sorry, die Chinesen haben das chinesische Essen erfunden. Die können ja kochen, die Chinesen. Nein, die können kochen. Gibt nichts Besseres als chinesische Küche. Nein, die machen ja aus allem, was man Haar oder Bein hat, nur so ein Böllerli oder ein Ruggeli oder ein Ravioli und ein Nudelsuppe. Nein, chinesische Küche. So eine Peking-Ente, ausser Kross, in einem Saft. Chinesen können kochen. Und nein, die Chinesen. Und geht das? Die sind ja, eben weil die so klein und tiefig sind, die Chinesen, die bauen ja auch alles zusammen in dem China, oder? Die bauen auch die amerikanischen iPhones, die werden in China zusammengebaut. Die Chinesen, die tun ja alles zusammenbauen. Was mir da, man hat die Kamera auch nicht reinschnurren, oder? Das ist alles von den Chinesen zusammengebaut. Die Skiwerfer da hinten, alles, die Technik. Das Kugeli, das ich hier durchrede, das ist in China zusammengebaut worden von so einem kleinen, flinken, tiefigen Chinesen. Sehr wahrscheinlich hockt da noch so ein kleiner, tiefiger Chinesen in dem Kugeli und hört mir zu, was ich schnurre, macht sich Notizen und mit dem Taschenrechner schaut, hey, schon, wieder kann ein Geschäft mit mir machen, oder? Die Chinesen. Du weißt es nicht, du hast keine Ahnung, weißt es nicht. Oder? Aber eins weiss ich mit Garantie: Adam und Eva waren keine Chinesen. Stell dir mal vor, das wären Chinesen. Wäre Eva eine Chinesin gewesen, ich sag dir eins, dann wäre die ganze Weltgeschichte anders verlaufen, weil die hat nicht den Äpfel gefressen, sondern Schlangen. Gut miteinander. Egal wie dunkel das es ist zur Zeit, irgendwann wird es auch mal Helga. Oh, das war auch nicht schlecht. Helga Schneider, meine Damen und Herren.